Herzlich willkommen zu GUTEX informiert. Mein Name ist Philipp Benz, ich bin aus der Anwendungstechnik und heute wieder mit mir im Studio mein Kollege aus dem Außendienst, Sven Landmann. Hallo zusammen. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, die richtige Montage der GUTEX Thermowall. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie bringe ich unsere Thermowall sicher über den Winter. Gibt es hier irgendwelche Gründe und Maßnahmen, die Fassade sicher über den Winter zu bringen? Ja, also der Hauptgrund ist sicherlich die Temperatur. Die muss bei plus 5 Grad liegen, damit ich den Putz verarbeiten kann, weil er sonst nicht abbinden kann. Und diese Temperatur muss ich nicht nur in der Luft haben, sondern eben auch auf den Baustoffoberflächen. Und ganz wichtig, auch in der Nacht muss die beachtet werden. Zur Thermowall selbst. Wir haben eine Freibewitterungszeit der Thermowall-Fassade von 4 Wochen. In dieser Zeit muss der Putzauftrag eben erfolgen. Wenn es darüber hinausgeht, muss man Maßnahmen treffen. Und wir sprechen bei diesen Maßnahmen dann von geplanten oder ungeplanten Maßnahmen. Philipp, was sind geplante und was sind ungeplante Maßnahmen? Also eine ungeplante Maßnahme wäre oder resultiert aus einer Baufortschrittverzögerung, dass ich einfach die Arbeiten nicht mehr rechtzeitig vor dem Wintereinbruch erledigen kann beispielsweise. Eine geplante Maßnahme, da reden wir davon, dass die unverputzte Fassade direkt so einkalkuliert wird, dass ich die nicht verputze, sondern über Zusatzmaßnahmen durch den Winter bringe, also überwintere und sie dann im Frühjahr, wenn es die Temperaturen wieder zulassen, dann verputze. Wir können uns die geplanten und ungeplanten Maßnahmen zusammen an unserem Modell anschauen. Hier in unserem Modell, bei unserer GUTEX Thermowall, sehen wir den kompletten Putzaufbau. Den brauchen wir aber nicht, um die Fassade frei zu überwintern. Richtig, du brauchst nur die Grundputzschicht plus den Isoliergrund. Der Isoliergrund, der schützt die Fassade als erster Witterungsschutz und verhindert eben die zu hohe feuchte Aufnahme der Grundputzschicht. Die Grundputzschicht empfehlen wir grundsätzlich in 2 Arbeitsschritten aufzubringen. Das heißt, im ersten Schritt eine Kratzspachtelung und darauf dann die Gewebe-Amierebene. So ist auch gewährleistet, dass das Amiergewebe immer im äußeren Drittel der Putzschicht liegt. Der Grundputz in der Dicke muss zwischen 5 und maximal 8 mm betragen. Das Ganze hat natürlich Trocknungszeiten, die auch wieder abhängig sind eben von der Temperatur, von diesen 5 Grad plus, die zu beachten sind. Dann bin ich bei dieser Möglichkeit trotzdem wieder an die Witterung gebunden. Also ich muss immer schauen, dass ich über den 5 Grad bin. Genau. In dieser Variante bin ich witterungsunabhängiger. Genau, also ich bringe auf die unverputzte Thermowall eine vertikale Lattung auf und darauf dann eine Folie oder Bahn. Die Folie oder Bahn, die ist durch die vertikale Lattung eben hinterlüftet. Ich muss dann noch schauen, dass ich Zu- und Abluftmöglichkeiten schaffe. Und speziellere Anschlussbereiche wie eine Attika-Brüstung oder sowas müssen natürlich dann noch zusätzlich geschützt werden. Also bei der Möglichkeit ist man wirklich witterungsfreier, unabhängiger. Man braucht aber wirklich sehr viel Folie, um ein komplettes Gebäude einzupacken. Wir haben noch eine dritte Möglichkeit, Philipp. Genau, also wir haben das Überwintern der unverputzten Thermowall. Hier kann ich unter gewissen Zusatzmaßnahmen die Freibewitterungszeit auf 5 Monate erweitern. Wir haben in unserer Checkliste für die längere Freibewitterung diese Zusatzmaßnahmen aufgelistet. Und wir nehmen uns jetzt hier mal ein paar raus und können die näher besprechen. Das wäre zum einen die Feuchtigkeit des Untergrunds, dass die gemessen und protokolliert wird. Warum misse ich die Feuchtigkeit? Die wird protokolliert, damit ich für Folgeschäden ausschließen kann, dass zu hohe Holzfeuchte beispielsweise dafür ursächlich war. Als weiteres sind Plattenstirnen, die später nicht verputzt werden, mit der Streichdichtung zu versehen, beispielsweise auch bei einer Attika-Brüstung. Und genauso horizontale Ebenen wie eine Brüstung, eine Fensterbrüstung. Hier, die muss vor Regen geschützt werden. Das kann ich beispielsweise über einen Folienstreifen realisieren, den ich entsprechend lagefixiert anbringe. Oder auch mit unserem GUTEX Fensteranschlusssystem Implio. Hier kann ich mit der Keilplatte den gleichen Zweck erfüllen. Mit der Montage der Implio Keilplatte führe ich eben das Wasser weg von der Brüstung.
An der Kaltplatte haben wir eine Gewebefahne schon montiert. Die muss für den Zweck temporär an die Fassade gesichert werden, damit es hier nicht zu Beschädigungen kommt. An der Keilplatte oder auch Leibungsplatte des Implio-Systems habe ich gewisse Stellen, die nicht verputzt sind. Die muss ich eben dann auch mit der Streichdichtung noch bestreichen. Und auch mit der Streichdichtung versehen muss ich in der ersten Plattenreihe die untere Stirnkante. Das haben wir euch im letzten Video schon mal gezeigt. Es ist wirklich wichtig, dass das Wasser, wo auf der Fassade nach unten läuft und unten in meiner Sockelschiene sich sammeln könnte, nicht in die Platte, in die Holzfaser einsaugen. Genau, guter Hinweis. Hier gibt es dann auch noch einen Tipp. Es gibt das Sockelanschlussprofil auch zweiteilig. Hier mit dem Winkelprofil, auf dem dann die Thermowall steht. Und hier kann sich dann eben kein Wasser ansammeln. Die Streichdichtung muss ich aber bei der Variante ebenso verwenden, weil es gibt ja dann eben auch den Spritzwasserschutz. Das heißt, grundsätzlich im Sockelbereich beispielsweise, wo Spritzwasser anfällt, muss ich die Fassade eben entsprechend auch vor dem Spritzwasser schützen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben euch hier drei Varianten gezeigt. Variante 1, die Fassade mit einer Folie abzuhängen. Hier ist man witterungsunabhängig, aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Variante 2, ein Auftrag des Grundputzes und des Isoliergrundes. Hier ist man wieder witterungsabhängig. Die dritte Variante ist das Einplanen der Überwinterung der Gutex Thermowall-Fassade mit den nötigen Zusatzmaßnahmen. Nach der Überwinterung muss man vorm Verputzen die Fassade aufbereiten, aber das zeigen wir euch im nächsten Video. Das war's von uns an der Stelle. Jetzt wisst ihr, worauf es ankommt, um die Fassade sicher durch den Winter zu bekommen. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Gutex-Kanal und aktiviert die Glocke, so seid ihr immer informiert über die neuen Inhalte und Videos von uns. Wir sagen an der Stelle danke fürs Zuschauen, euer Sven und Philipp.